Nach fast unzähligen Charaktervorschlägen geht es heute mit Oporon Xisis weiter, der sogar zweimal von euch vorgeschlagen wurde. Oporon Xisis wurde als Sohn einer königlichen Familie auf dem Planeten Thespias geboren. So stand ihm eines Tages hohes Ansehen und politische Macht zur Verfügung. Seine Mutter schickte ihn jedoch in den Jedi-Orden. Er hatte auch eine Schwester, die nach dem Tod der Mutter Blutmonarchin wurde, doch nach einer kurzen Amtszeit wurde sie ermordet. Oppo erlernte durch die Jedi die seltene und gefährliche Kampfkunst Malachia, die ihm erlaubte, während eines Zweikampfes den Gegner schwere Schwindel- und Übelkeitsanfälle hervorzurufen. Er wurde von der Jedi-Meisterin Yaddle ausgebildet. Zu Yaddle habe ich auch letzte Woche ein Video gemacht. Wenn ihr Lust und das noch nicht gesehen habt, könnt ihr dort nochmal gerne reinsehen. Als Thespiasianer war Oppo nur 1,38 Meter groß. Sein Bart hat ihn früher auf seinem Planeten vor dem bissigen Zeigenatz geschützt. Thespiasianer besitzt nicht nur zwei, sondern vier Arme, wobei das obere Armpaar bedeutend länger und kräftiger ist. Es gilt nämlich in ihrer Gesellschaft als unschicklich, beide Armpaare zu zeigen, deshalb versteckt Oppo sein unteres auch unter der Kleidung. Oppo hatte auch diplomatische Fähigkeiten, also wie zum Beispiel Obi-Wan Kenobi, und hielt an der Technik der Schlachtmeditation fest. Er wurde von allen Jedi respektiert, hielt sich streng an die Traditionen und Regeln des Jedi-Ordens und besaß ein besonderes Verständnis für Taktik und militärische Strategien. Oppo wurde 187 Jahre alt. Er wurde auf Saliyo Kami von Sora Bulk durch den Rücken erstochen. In Episode 1 hatte sein Schwanz nie bewegt, weil er ein statisches Modell war, doch in Episode 2 wurde er durch ein bewegliches, digitales Modell ausgetauscht. Und ja, sorry für die etwas wenigen Bilder, aber es ist halt eine nicht so bekannte Person und am nächsten Montag möchte ich es wieder versuchen, etwas mehr Bilder reinzubringen. Ich glaube, das waren eben 12 oder 13 Stück, sonst mache ich immer um die 20.